was geht? Der Manuelsen, Digga, ne? Der hat gesagt, dass er ABK was spendieren möchte und so, ne? Weil ABK hat ja über seine aktuelle Situation geredet, dass es ihm finanziell sehr, sehr, sehr schlecht geht. Und Manuelsen hat darauf geantwortet. Den korrekten wollte er machen, ne? Und wir gucken uns das Ganze mal an, Digga. Wir gehen da rein auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, ne? Aktiviert die Glocke. Let's go. Manuelsen. Ja, das hat Rudas gepostet, ne? Wurde ein Rudas gesichtet. Ja, wurde ein Rudas gesichtet, Digga. Rudas auch cringe, Digga. Doch, ich nehme einfach Leute auf die Brust, das ist ja so, Digga. Auch crazy. Ja, aber Rudas Faces. Er ist gerade aktiv. Aber der so heißt die halt ja, Rudas Faces. Das heißt, Gesichter, die ein Rudas sind. Ne? Ist so. Niemals Rudas geben, wenn ihr auf Undercover unterwegs sein wollt, ne? Ja. Weil ich glaube, die haben sogar die Recht, also die dürfen das sogar machen, ne? Ohne dass du was dagegen machst. Und dass du rechtlich sogar was dagegen machen kannst, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die haben Bildrechte, wenn du da... Wenn die das so irgendwo stehen haben da, dann... Hab ich schon. Ja. Moin! Würdest du deinem Feind aus einer Notlage heraushelfen oder würdest du die Gelegenheit ausnutzen? Seit Wochen gibt es Spannungen zwischen ABK und Manuelsen. Nach einem Video hat der Roboter-Rapper dafür gekämpft, dass man so über seine Landsleute nicht redet, wie der YouTuber es gemacht hat. Allerdings wurde er dann zur Zielscheibe und bekam mehrere Ansagen ab. Mittlerweile ist dieses Thema ziemlich ruhig geworden, bis ABK sich diesmal angegriffen fühlte und anschließend einen Diss-Track veröffentlicht hat. Auch ein langes Statement gab es. Nun erfährt Manuelsen von der finanziellen Lage seines Gegners. Angeblich hat ABK Steuerschulden und geiles Oberteil, ne? Kann das alles nicht alleine bezahlen. Die Echtheit dieser Aussage kann ich nicht verifizieren. Ah. Aber als Manuelsen das hört, fragt ABK sammelt Spenden, da er Steuerschulden hat und es nicht mehr selber packt. Auf welche IBAN müssen wir spenden? Okay. Das ist crazy, ja? An welche IBAN müssen wir spenden? Also Manuelsen ist bereit. Ja, an welche IBAN er das Geld überweisen soll. Eine echt krasse Aktion, die für sehr viel Verwirrung sorgt. Immerhin ist das sein Feind, der ihn seit Wochen auf der Plattform YouTube mehrmals attackiert hat. Ist eventuell der Punkt gekommen, wo man sich doch verzeihen kann? ABK hat darauf noch nicht reagiert. Hey Mann! Das haben wir ja gehört, ne? Das haben wir ja gehört und gesehen. Das kann man nicht skippen, diesen Part. Momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Ist auf jeden Fall interessant, muss man sagen. Ne? Also ich weiß nicht, wie er darauf kommt zu. Also ja, okay, ist ja offensichtlich wegen ABK in seinem Video, was er da gemacht hat. Die Frage ist, ob er auch wirklich gespendet hat. Aber meint er das doch ernst? Ja, das ist halt die Frage. Meint er das ernst? Jemand hat auf jeden Fall auf diese, wo müssen wir hinspenden, hat jemand auf jeden Fall geantwortet und auch korrekt, weil bei ABK, der hat ja Link auf. ABK hat einfach 1000 Euro da gelassen, so auf Vlog. Ja, cool. Ich glaube, ABK hat das, ja, okay, man weiß ja nicht, ne? Aber wenn er wirklich gemacht hat, ist cool. Ist korrekt. Sweet, auf jeden Fall. Der hilft Leuten, die Hilfe brauchen. Ja, nette Geste. Tivieren. Wie findet ihr die Aktion von Manuelsen und glaubt ihr, dass ABK nun mit Manuelsen abschließen kann? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal. Wer seid ihr? So, meine lieben Freunde, Coach Frankie mit einem neuen Statement zu den Anschuldigungen und mit einer klaren Ansage am Pumping Monkey. Eure Meinung, zieht euch rein und viel Spaß. Siebenmals in meinem Leben und Gott sei Dank sind wir in Deutschland. Ja, da wird alles geprüft. Solange ich von dir kein Video habe, keine Audio habe mit irgendwelchen Perversionen oder komischen Sachen, niemals nehme ich mir das Recht und werf dir was vor. Also wegen diesem Typen, der das gesagt hat, ne? Aber der hat ja gesagt, der hat Beweise. Wir warten auf die Beweise. Vielleicht hat er die auch gepostet. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt mit diesem Typen. Punkt aus Ende. Der Rest. Das ist Marketing, das ist Unterhaltung. Lass sie ruhig machen. Sogar wenn sie mich anzeigen, das wird überprüft, das wird gecheckt. Und dann kommt meine Anwälte sind sehr, sehr teuer. Und die machen das. Das ist Medienkultur. Das ist TikTok asozial. Das ist nun mal die Medienkultur hier. Und das wusste ich von Anfang an. Aber den ist doch nicht stretchen. Also, du wirst ja, also beim Rudern wird alles gestretcht, gedehnt. Alles passiert beim Rudern. Mach. Der redet über Dings auf einmal, er liest einmal, den ist das nicht stretchen, der geht auf ein anderes Thema. Er hat Thema komplett geswitcht. Krass. Auf Echtzeit. Mach das, mein Lieber, mach das mal 15 Minuten Kraftsport, danach gehst du nach Hause. Ja. Mhm.
Ja. Und mit diesem Rudern ist bei mir alles weggegangen. Jedes Knacken, jedes Zirpen, jede kaputte Nerve. Weil ich weiß nicht warum, dass die Rudermaschine dem Körper so gut tut. Ich habe keine Ahnung. Ich schwöre bei Gott. Rudern, beste, was es gibt. Ja. Okay. Ja, ich kenn Pumpkin Monkey nicht, ja, aber der, bei dem geht's auch nur um Reichweite und ich gönne ihm das, ja, soll er reinballern, so viel es geht. Aber Pumpkin macht ja auch so Videos, soll er reinballern, wo er auf die reagiert. So viel es geht. Soll er noch mehr machen, das ist die Medienwelt, ja, und mein Anwalt meinte, er strikt ihn. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ja. Wäre er nur beim Coaching geblieben, dann hätte er sich diese Anwaltskosten gespart, Digga. Man muss sagen, Coach Frankie hätte echt, der wäre bei Coaching geblieben, hätte echt viel Geld machen können, aber der hat sich echt verlaufen. Der hat sich echt auf einen anderen Weg. Der hat sich echt mit falschen Leuten, der kommt auch nicht mehr raus irgendwie. Ich kenne mich mit YouTube nicht aus und das ist jetzt im Weg. Deswegen, das soll eine Überraschung sein. Und wenn er einen Strike drin hat, kann er einpacken, ja. Deswegen. Ach, hat Pumpkin Strike bekommen oder was? Okay, krass. Von wem denn? Das ist alles ganz easy. Das ist Medienlandschaft. Ein paar Mäuse sind drumherum. So, ich habe jetzt einmal eine Granatapfel klein gemacht. Mein Lieber, hast du noch... Wie geht, dass ein Fünfjährigen auf Bergen geht? Auf eine eigene, also eine Hülle. Und da, auf einen Berg und Ding, alleine da leben kann. Wie, ist das möglich? Was ist denn, wen fragt der da? Wo soll der das jetzt wissen? Bruder, was redet der schon wieder, Mann? Bitte, ja. Ich kann das nicht mehr mit ihm. Weil es Allah will, oder? Ist das passiert? Was meinst du? Ich wurde damals, wo ich 5 Jahre alt war, ich habe dann, mein Opa und so war mit Traktor, die sind gerade auf über 10.000 Lamm und Schafen und so gehabt. Und ich bin hinter dieser Traktor gelaufen. Ohne Klamotten, ohne Schuhe, ohne nichts. Traktor. Und du weißt, bei uns in Heimat gibt es keine Pampas, sowas gibt es nicht. Und ich bin selber einfach von dieser Stadt weggegangen, auf Bergen. Und unser Stadtteil ist richtig Bergen, richtige Höhlen. Und ich bin alleine dahin gegangen. Und keiner hat mich gefunden. Und ich habe diese Nacht mit Schlangen, mit Spinnen, mit Tauben, mit Wölfen. Wow, er war mit allen Tieren, Digga. Der hat da Archie Noah kurz, ne? Er verwechselt, glaube ich, Digga. Scheiße. Ich habe mal viele Sachen gesehen, wo ich klein war. Aber wie habe ich überlebt? Kannst du mir das erklären? Woher soll er das denn jetzt wissen? Warum fragt er ihn? Warum fragt er ihn? Ich kann das nicht. Wie habe ich das überlebt? Kannst du das erklären? Digga, warum sollte er dir das erklären können? Er muss doch wissen, wie er das überlebt hat. Bergen, Digga. Ja, ich war auf jeden Fall. Hallo, fertig, ja. Oh, das merkt gerade, du bist dich an, du hast angenommen. Aber ich küsse. Ist ein Typ? Deine Augen. Was ich sagen wollte, du die. Ja. Canım benim, niye böyle, niye bana bağırıyorsun? Warum bist du so gemein zu mir? Hey, hör mal zu. Was, wer ist du die überhaupt? Ich muss erstmal checken, wer das ist. Hey, baksana. Palästinenser, okay, kenn ich mich schon aus. Hey. Doch, kenn ich mich schon aus. Wollen wir beide echt schon in das Hotel gehen? Ja? Ich und du, wollen wir in das Hotel gehen? Aus Berlin? Ich komme aus Berlin, ja. Aber komm ich ab von jetzt. Sag, Walla. Walla. Ich kann das alles sehen, das ist auch schon wieder einfach zu viel, Digga. Das ist doch, Bruder, das ist ein. Oh mein Gott. Heute sogar. Parayı vereceksin. İşittin beni. Seni, bak istemiyorum seni. Stefan, kannst du einfach die rausschmeißen? Kannst du die bitte rausschmeißen? Ich. Boah, der bekommt Probleme, ey. Er sagt auf Türkisch, du musst zahlen, du hast hier getrunken, du musst zahlen. Niemals. Sag dazu den Geld. Was geht ab, Digga? What's up? Street Fighter ist geworden. Ich sag besser nichts, ehrlich jetzt. Sing mal aus, lass dich schaden, da. Ben, Ben! Ben, auf das ist er! Da kommt die andere Seite wieder raus, Digga. Hey! Wer ist das, mein Ballerbett? Wer ist das, mein Ballerbett? Das ist Queen Recording, Queen Recording. Digga, ich kann das nicht mehr mit diesen Leuten, Digga. Wer ist dieser Charakter jetzt auf einmal, der freigeschaltet worden ist, der wie eine Frau aussieht ein bisschen, aber irgendwie ein Mann ist, Digga. Ibo, ich sag nichts, versprochen. Keine Ahnung, Digga. Genau. Ja. Crazy. Mann, Alter, ich kann das alles nicht mehr, Digga. Ehrlich, das ist schon wieder zu viel des Guten. Ich guck mir das einfach nur an, Digga. Einfach gucken und leise sein, Digga. Besser.